Herzlichen Dank, David. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich begrüße euch in der Nähe vom Englischen Garten aus München. Ich bin die Monique, wie schon der David gesagt hat. Ich studiere Physik an der LMU in München und beschäftige mich dort mit DNA-Origamis. Aber heute habe ich die Ehre, die Podiumsdiskussion über das Thema Zeit zu moderieren. Das ist ein sehr interessantes Thema, was uns scheinbar unsichtbar umgibt und natürlich auch ständig mitläuft, nämlich die Zeit. Wir haben uns für die Diskussion zwei Gäste geladen. Das ist zum einen der Professor Schumann. Er ist Professor für theoretische Teilchenphysik an der Georg-August-Universität in Göttingen und er beschäftigt sich genauer mit der Phänomenologie von Teilchen und er ist heute in der Podiumsdiskussion der Experte aus der Physik. Als Gegenpart haben wir noch Professor Meyer eingeladen. Er ist Professor für Philosophie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Und neben der Philosophie interessiert er sich auch für andere Naturwissenschaften und ist heute der Experte aus der Philosophie. Es folgt sozusagen eine spannende Diskussion über die Zeit. Und die Gäste, also die Live-Gäste aus der Schülertagung heute, können auch Fragen stellen über die Plattform, die ich mir dann anschauen werde und dann als Moderatorin einstreuen werde. Und ganz zum Anfang wollten wir ein bisschen klären, was ist denn eigentlich die Zeit? Und da hat der Herr Schumann eine kurze Präsentation vorbereitet als Einstieg. Okay, dann würde ich es direkt übernehmen. Erstmal vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, die Chance, hier heute reden zu können, auch im Namen von Herrn Meyer. Wir beide haben vorbereitet so einen kleinen Aufschlag zu dem Thema und ich habe ein bisschen was vorbereitet, was die ersten paar Minuten in Anspruch nehmen wird. Und dann würden wir zu diesem Diskussionsteil übergehen und dann gerne auch auf Ihre Fragen eingehen und vielleicht auf einige der Begriffe, die offensichtlich in dieser Umfrage aufgetaucht sind in Ihrer Reflexion über das Thema Zeit. Vielleicht vorweg, es ist ein ganz schwieriges Thema, um ehrlich zu sein, um drüber zu reden. Weil wir haben natürlich alle ein intuitives, subjektives Gefühl und Zeitempfinden, definitiv ein Gefühl für Situationen, die wir vielleicht als langweilig empfinden oder auch sehr spannende, sehr kurzweilige Situationen. Aber um als Physiker über Zeit reden zu können, brauchen wir mit Sicherheit eine Objektivierung dieses Begriffes, um wegzukommen von dem subjektiven Eindruck. Und um direkt mit einem Zitat von Einstein einzusteigen, großer Pragmatiker, der die Aussage getroffen hat, dass Zeit einfach das ist, was die Uhr anzeigt. Ja, und da steckt aber ganz, ganz viel dahinter und einen Teil davon können wir vielleicht heute reflektieren. Bei mir ist es mittlerweile 10.33 Uhr. Mal gucken, wo wir stehen, wenn wir mit der Präsentation hier zu Ende sind. Also fragen wir uns jetzt als erstes mal aus meiner Sicht als theoretischer Physiker, was wir unter Zeit in der Physik verstehen, wie wir diesen Begriff objektivieren können. Und das Erste, was wir als Physiker machen, wenn wir über Zeit sprechen oder generell über physikalische Prozesse, ist, dass wir das erkennende Subjekt, also Sie wollen, das Subjekt des Beobachters aus dem System entfernen. Und wir gehen also über zu einem objektiven, außenstehenden Beobachter, der, wenn Sie so wollen, neutral von außen auf das Geschehen guckt und das Geschehen beschreibt. Und wenn wir jetzt uns mit der Zeit auseinandersetzen wollen, dann dient die Zeit für uns zuallererst als Ordnungsparameter. Also ein Parameter, der abläuft und uns ermöglicht, verschiedene Ereignisse, verschiedene Prozesse in kausalen Zusammenhang zu stellen. Also sie beschreibt uns den Übergang von dem, was wir landläufig als Vergangenheit bezeichnen würden, über die Gegenwart, das eigentlich jetzt, und beschreibt die Entwicklung in die Zukunft. Und mit diesem Ordnungsparameter, der uns also Zusammenhänge herstellt zwischen einer Ursache und einer entsprechenden Wirkung und die für uns auch in einen kausalen Zusammenhang kriegen kann, erlaubt es uns jetzt im Rahmen der Physik, die Bewegung von Objekten, die Bewegung von Körpern zu studieren und entsprechend physikalisch zu beschreiben.
Und um das jetzt noch einzuordnen in dieser Beschreibung von physikalischen Objekten, von Bewegung, meinen wir natürlich im Regelfall die Bewegung im Raum und unter Ablauf der Zeit. Und wenn wir das jetzt aus der Newtonschen Perspektive betrachten, dann würden wir Ereignissen zuordnen, einen entsprechenden Ort, an dem sie passieren, und entsprechend der Zeit, an dem sie verstehen. Also wenn ich von einem Ereignis spreche, dann meine ich einen physikalischen Prozess, einen bestimmten Sachverhalt, der stattfindet an einem bestimmten Raumort und zu einer bestimmten Zeit. Und jetzt lassen Sie uns ein kleines Gedankenexperiment machen, um auch die Unterschiede zwischen dem Konzept des Raumes und dem Konzept der Zeit schon bei Newton herauszuschälen. Wir betrachten einen Reisenden, eine Person, die an einem Bahnhof A1 genannt in den Zug einsteigt. Das würde ich das Ereignis 1 nennen, das Einsteigen in diesen Zug zu einer entsprechenden Zeit. Und an dem folgenden Bahnhof, den ich einfach A2 nennen würde, soll dieser Reisende den Zug wieder verlassen. Das ist mein zweites Ereignis, den Zug. Der Zug ist entsprechend abgefahren im Bahnhof A1 und kommt irgendwann wieder an den Bahnhof A2. Für den Beobachter, der sich in dem Zug befindet, finden beide diese Ereignisse am gleichen Ort statt. Ja, beobachtet beim Einsteigen, dass durch die Tür jemand in diesen Zug einsteigt und entsprechend an diesem selben Ort wieder den Zug verlässt. Ganz klar ist aber für den Beobachter, der außerhalb des Zuges ist, finden diese beiden Ereignisse an unterschiedlichen Orten statt, nämlich am entsprechenden Bahnhof A1 und das Aussteigen wieder am Bahnhof A2. Das bedeutet entsprechend schon bei Newton ist die räumliche Koinzidenz, also das Zusammenfallen, die Gleichörtlichkeit von Ereignissen, ein relativer Begriff. In dem Moment, wo sich Beobachter relativ zueinander bewegen, treffen sie unterschiedliche Aussagen, an welchem Ort in ihrem Koordinatensystem, in ihrem Bezugssystem ein bestimmtes Ereignis stattfindet. Bei Newton aber würden beide Beobachter, sowohl der im Zug als auch der außerhalb des Zuges, sagen, dass beide Ereignisse zu den Zeiten T1 und T2 stattgefunden haben. Beide Beobachter würden entsprechend zu der Aussage kommen, dass die Zeit T1 das Einsteigen vor der Zeit T2 im Aussteigen war. Das heißt, nach Newton hat die Zeit absolute Bedeutung. Wir sprechen von einer universellen Zeit. Ja, der Zeit ist in dem Zusammenhang von Newton noch kein relativer Begriff. Erst später mit Einstein am Beginn des 20. Jahrhunderts würde man das verallgemeinern im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie und dann auch eine Relativität der Gleichzeitigkeit von Ereignissen. Aber wir wollen uns hier heute im Wesentlichen im Rahmen von Newton bewegen und da hat die Zeit eine absolute, eine universelle Bedeutung. Okay, und das erlaubt uns jetzt entsprechend auch Bewegung zu studieren, physikalische Objekte, die sich mit der Zeit im Raum bewegen. Und wir bleiben bei Newton. Und Newton hat entsprechend durch Überlegen, durch Gedankenexperimente am Ende des 17. Jahrhunderts die Grundlagen der Mechanik, der Bewegung von physikalischen Objekten geschaffen in seiner Naturphilosophie und hat entsprechende Axiome, entsprechende Gesetze über Bewegungsgesetze formuliert. Und das erste Newtonsche Gesetz ist die Aussage, wie bewegen sich denn eigentlich kräftefreie Körper? Und nach Newton bewegt sich so ein kräftefreier Körper entsprechend geradlinig gleichförmig oder er verharrt in Ruhe. Und das ist jetzt eine Aussage, wie sich diese Körper entsprechend verhalten beim Ablauf der Zeit. Die Aussage des ersten Newtonschen Gesetzes ist also, dass so ein kräftefreier Körper im Bezugssystem, die man als Inertialsystem bezeichnet, geradlinig gleichförmig bewegt. Und das heißt, entsprechend jetzt als theoretischer Physiker, formuliert in Termen einer Gleichung, dass die Geschwindigkeit in Betrag und Richtung, das entspricht der zeitlichen Änderung des Ortes in Betrag und Richtung, für einen kräftefreien Körper eine Konstante ist. Ja, und bewegt sich einfach mit gleichbleibender Geschwindigkeit in die entsprechend gleiche Richtung.
Und das wäre entsprechend das grundlegende Bewegungsverhalten von so einem kräftefreien Körper, abgedeckt durch das erste Newtonsche Axiom. Interessanter wird es jetzt natürlich, wenn wir entsprechend Bewegungssysteme studieren wollen, die unter dem Einfluss externer Kräfte stehen. Und das ist zusammengefasst im zweiten Newtonschen Axiom, das entsprechend besagt, dass die Änderung der Bewegung eines Körpers, also die Änderung der Geschwindigkeit des Körpers, direkt proportional ist zur einwirkenden Kraft. Das bedeutet, eine Änderung der Geschwindigkeit ist verbunden mit entsprechenden einwirkenden äußeren Kräften. Und das erlaubt uns jetzt wieder durch Beobachtung von Bewegungsbahnen unter dem Ablauf des Zeitparameters Rückschlüsse zu ziehen auf physikalische Grundgesetze, auf Kraftgesetze, die auf meinen Körper einwirken. Also das ist wahrscheinlich auch das, was wir aus der Schule noch kennen, dass entsprechend die Masse mal Beschleunigung, das ist die entsprechende zeitliche Änderung der Geschwindigkeit in Betrag und Richtung des Körpers, gegeben ist durch die einwirkenden äußeren Kräfte. Und jetzt das Studium der Bewegung von entsprechenden Körpern erlaubt es uns jetzt auch Rückschlüsse zu ziehen auf entsprechende Kraftgesetze. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich Physik studieren können und verschiedene Kraftgesetze aus den Bewegungsbahnen und deren zeitlichen Ablauf studieren zu können. Damit haben wir, glaube ich, eine erste Grundlage geschaffen, was wir im Rahmen der Physik unter Zeit meinen, für den Moment im Kontext von Newton, als eine universelle, absoluten Zeitbegriff. Das heißt, an allen Orten des Raumes sind entsprechend stehen Uhren zur Verfügung, die es uns erlauben, Aussagen über die zeitliche Änderung von Bewegung zu treffen. Und den Begriff können wir jetzt kontrastieren mit dem, was die Philosophie uns auch schon in der Antike über die Zeit zu sagen hat. Und ich würde jetzt gern übergeben zum Aufschlag von Herrn Meyer. Ich würde jetzt entsprechend die Folien weiterklicken. Herr Meyer, ich würde jetzt das Wort an Sie übergeben. Ich hoffe, Sie können das sehen und sagen Sie mir einfach, wenn ich weiterklicken soll, Herr Meyer. Ja, auch ich möchte mich für die Einladung bedanken und meinen Part dazu beitragen. Die Philosophie soll ja das Nachdenken anregen und das will ich hier tun, indem ich mit Aristoteles die Frage aufwerfe, ob die Zeit zum Seienden oder Nichtseienden gehöre. Und die Antwort, die Aristoteles dazu gibt, ist die folgende: Der skeptische Gedanke, welcher der Zeit Realität abstreiten möchte, stützt sich auf folgende Überlegung. Das eine Stück der Zeit ist vorbei und ist nicht mehr. Das andere Stück kommt erst und ist noch nicht. Und aus diesen Stücken besteht jedwede Zeit. Was aber aus Nichtseiendem besteht, scheint keinerlei Sein zu besitzen. Das leuchtet ja auf den ersten Augenblick ein, aber man kann natürlich die Frage stellen, was ist denn mit der Gegenwart, dem Jetzt und Hier? Dazu führt Aristoteles Folgendes aus. Bei der Zeit sind die einen Teile vorbei und die anderen kommen erst. Und kein einziger hat Sein. Der Jetztpunkt aber ist kein Teil. Der Teil ist eine Messgröße, mit dem man das Ganze, zu dem es gehört, messen kann. Und das Ganze muss aus den Teilen bestehen. Es sieht aber nicht so aus, als ob die Zeit aus den Jetztpunkten bestehe. Das würde dann nach Aristoteles heißen, wenn die Jetztpunkte nicht zur Zeit gehören, sondern nur ein Schnitt in der Zeit sind, dass die Zeit als etwas Reales nicht existiert. Damit sind aber, was das Wesen der Zeit betrifft, ist noch nicht das Wichtigste gesagt. Das versucht Aristoteles in einer weiteren Überlegung klarzustellen.
Fest steht also, die Zeit ist nicht gleich Prozess, aber sie besteht andererseits auch nicht ohne Prozess. Da muss ich einfügen, also Prozess ist ein Begriff, den Aristoteles benutzt, sozusagen als ein anderes Wort für Bewegung. Also man kann immer Prozess und Bewegung in eins nehmen. So, Nichtbewegung selbst ist also Zeit, sondern das Zahlmoment an der Bewegung. Und die Begründung lautet, der Unterschied von mehr und weniger erhält seine Bestimmung durch die Zahl. Quantitative Unterschiede in der Bewegung aber durch die Zeitangabe. Folglich ist die Zeit ein Typus von Zahl. Also für Aristoteles sieht es so aus, nur mit dem Zählen gewinnen wir auch ein Zeitverständnis. Ohne Zählen haben wir sozusagen gar kein Zeitverständnis. Und das führt er nochmal genauer aus. Wir messen also nicht nur die Bewegung mittels der Zeit, sondern auch die Zeit mittels der Bewegung, weil sich beide wechselseitig bestimmen. Nun ist die Urform der Ortsbewegung die Kreisbewegung und jegliches wird mittels einer ihm zugehörigen Einheit gezählt. Dann ist die gleichmäßige Kreisbewegung das Urmaß der Zeit, denn ihre Zahl ist bestens bestimmbar. Also die Vorstellung von Aristoteles ist wohl die, wir nehmen einen Zeitabschnitt, der sozusagen gut reproduzierbar ist und zählen mit diesem Zeitabschnitt eben einer bestimmten Kreisbewegung oder auch anderer Bewegung, zählen diese und damit haben wir dann ein Maß für die abgelaufene Zeit oder einen Wert für die abgelaufene Zeit. Soweit, so gut. Dann fragt sich aber Aristoteles noch, kann man sich die Frage stellen, ob es die Zeit geben könne, wenn keine Seele existierte? Gibt es nun außer der Seele nichts, was zu zählen vermöchte, dann ist nach Aristoteles eine Existenz der Zeit ohne eine Existenz der Seele ausgeschlossen. Was allein denkbar bliebe, wäre die Existenz des Prozesses selbst, falls dieser ohne eine Existenz der Seele existieren kann. Also hier sieht man, dass Aristoteles sowohl einen objektiven Zeitbegriff anstrebt, als allerdings auch eine subjektive Bedingung an die Fassung dieses Zeitbegriffes knüpft. Nämlich, dass wir denken und erfahren können und so weiter und so weiter. Diesen letzteren Aspekt, den subjektiven Aspekt, der wird nun von Augustinus weiter ausgebaut und begründet im Folgenden. Wie kann das Zukünftige, das noch nicht ist, vermindert und verbraucht werden? Wie kann das Vergangene, das nicht mehr ist, zunehmen? Nur weil im Geist, der das bewirkt, hier will ich einen Einschub machen. Man sieht, dass Augustinus sich zunächst ganz an Aristoteles Überlegungen anlehnt. Und dann sagt er aber weiter, nur weil im Geist, der das bewirkt, diese drei Tätigkeiten sind, er erwartet, er erfasst ein Gegenwärtiges, er erinnert sich, so kann das, was er erwartet, auf dem Wege über das, worauf er als ein Gegenwärtiges achtet, übergehen in das, woran er sich erinnert. Das heißt, für Augustinus ist jetzt schon die Zeit auf das Engste verknüpft mit diesen drei geistigen Tätigkeiten. Und er führt dann weiter aus, zweifellos existiert Künftiges noch nicht, aber im Geist existiert die Erwartung der zukünftigen Dinge. Zweifellos existiert das Vergangene nicht mehr, aber im Geist existiert noch eine Erinnerung ans Vergangene.
zweifellos bildet die Gegenwart keinen Zeitraum, da sie im Augenblick geht, aber was dauert, ist das aufmerksame Erfassen des Gegenwärtigen, die Attentio, durch das hindurch das Kommende übergeht in das Abwesende. Das heißt, man sieht jetzt bei Augustinus, dass er unsere Zeitauffassung auf das Engste eben mit diesen verschiedenen Tätigkeiten des Geistes verknüpft, das schließt nicht aus, dass man dann trotzdem noch einen objektiven Zeitbegriff zu gewinnen versucht. Also das ist gar kein Widerspruch, sondern es ist vielmehr so, der objektive Zeitbegriff hat den subjektiven zur Voraussetzung. So, dabei will ich es jetzt mal bewenden lassen und dann können wir in der Diskussion sehen, was man damit anfangen kann. Schönen Dank. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen beiden für die tollen Einführungsvorträge. Da würde ich gerne daran anknüpfen, schon die erste Frage. Und zwar meinten auch Sie, Herr Meyer, dass Aristoteles sagte, Aristoteles lebte nebenbei 300 vor Christus, also schon eine sehr, sehr lange Zeit vor uns, dass der Teil ist eine Messgröße. Das heißt, man braucht einen gut reproduzierbaren Zeitabschnitt, um überhaupt die Zeit zu messen. Und ist natürlich auch die Frage, wie misst man denn die Zeit? Herr Schumann, gerade auch in der Teilchenphysik gibt es ja auch viele verschiedene, sag ich mal, Definitionen, wie man die Zeit misst. Wie würden Sie sagen, misst man denn die Zeit? Ich glaube, erstmal wieder vielleicht aus dieser historischen Perspektive, dass natürlich so eine regulären Abläufe und eine Einteilung der Zeit am Anfang natürlich durch astronomische Phänomene gegeben ist. Ne? Also wir haben, glaube ich, alle Intuition dafür, was die Dauer eines Jahres betrifft, einfach als im Sinne der Umlaufzeit der Erde um die Sonne. Wir haben die nächst kleinere Einheit auch wieder wahrscheinlich gewählt durch den Monat, in dem wir eine entsprechende Umlaufzeit des Mondes betrachten. Oder dann schon wieder etwas präziser die Dauer eines Tages im Sinne der Rotation der Erde. Das hat natürlich lange Zeit, ist das hinreichend gewesen, danach die Zeit einzuteilen. Aber aus Sicht moderner Physik, moderner Phänomene brauchen wir natürlich eine Art kleinere Einheit, auch eine genauere Definition der Zeit. Und jetzt brauchen wir wiederum eine Konvention dessen, was wir faktisch als eine Zeiteinheit bezeichnen. Das wäre, glaube ich, gängigerweise die entsprechende Einheit heute, die wir verwenden, ist die Sekunde. Und dann brauche ich eine Messvorschrift, wie ich eine Sekunde einteile, analog zum Uhrmeter oder für andere Maßeinheiten ganz genauso. Und da bin ich voll bei Aristoteles, da geht es genau wieder um reguläre Bewegung. Jetzt haben wir, glaube ich, alle wieder ein Gefühl dafür, wie man das machen würde. Und die regulären Bewegungen, die man klassischerweise heute verwendet, werden eher Schwingung als jetzt ganze Kreisbewegung. Und dann ist es ein Pendelvorgang in der mechanischen Form. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Schwingungsdauer kenne von so einem Pendel, ist es wirklich ein Zählen. Ja, dann zähle ich einfach nur noch die Schwingungsdurchgänge und habe damit eine Einteilung und ein Gefühl oder eine Messvorschrift für die Sekunde oder Zeiteinheiten. Wenn wir das natürlich genauer machen wollen, heutzutage wird man sich Schwingungsvorgänge in Form von Quarzuhren, von einem piezoelektrischen Schwingquarz nehmen. Oder wenn wir es wirklich genauer haben wollen, dann würde man heutzutage, oder ist die Zeit entsprechend definiert zu messen über eine Atomuhr. Das heißt, dort nimmt man dann auch wieder elektromagnetische Strahlung und die entsprechende Periodendauer von so einer elektromagnetischen Strahlung. Und dann kommt man dazu, dass man wirklich Sekunden auf extremst genaue, mit extremer Genauigkeit messen und bestimmen kann und in dem Sinne eine Zielvorschrift hat für Zeit. Da wäre ich, hat Aristoteles in der Antike schon eine ganz tiefe Einsicht gehabt, die sich in dem Sinne bis heute in die moderne Physik trägt. Ja, wenn ich das da kurz nochmal kommentieren darf. Herr Schumann hat jetzt verschiedene konkrete Beispiele angeführt, wie man die Zeit messen kann und so weiter. Aristoteles' Überlegung ist schon eine mehr
grundsätzlichere oder man könnte auch sagen abstraktere, die Frage der Wahl der Zeit, des Zeitabschnittes, den man zählen will. Das ist eine pragmatische, konventionelle Frage. Man nimmt eben größere oder kleinere Zeitabschnitte und so weiter. Aber das eigentliche Messen in dem Sinne, wie Aristoteles das Wort benutzt, besteht tatsächlich in einem Zählen. Und das trifft sich sehr gut mit dem, was Hilbert über das Messen sagt. Bei Hilbert gibt es in den Grundlagen der Geometrie das Axiom im Rahmen der Axiome der Stetigkeit, das Axiom des Messens oder das archimedische Axiom. Und das lese ich mal gerade vor, weil sich das sehr schön mit Aristoteles Auffassung deckt. Sind A, B und C, D irgendwelche Strecken, also hier geht es natürlich um Strecken, so gibt es eine Anzahl n derart, dass die n-malige hintereinander, das n-malige hintereinander Abtragen der Strecke C, D von A auf den durch B gehenden Halbstrahl über den Punkt B hinausführt. Da sieht man, hier ist also ganz wesentlich ein Zählen mit inbegriffen. Und das ist sozusagen, Hilbert nennt das eben direkt auch so, dass das Axiom des Messens oder das archimedische Axiom. Und ich denke, also Herr Schumann und ich sind uns da im Prinzip sicher einig. Es ist eben nur bei Aristoteles ist die Sache gewesen und bei Hilbert eben immer noch, 2.500 Jahre später immer noch sehr viel abstrakter angelegt. Der Physiker muss natürlich konkreter werden. Der Physiker, der wird ja natürlich in dem Sinne, ich bin da auch wieder komplett bei Ihnen, Herr May. Was ich vorher beschrieben habe, waren oftmals diese Schwingvorgänge. Ne? Aber wir haben noch eine andere Möglichkeit, im Prinzip sehr ähnlich zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, von Hilbert, Zeit zu messen. Und das ist im Prinzip basierend auf der extremst genauen Kenntnis der Lichtgeschwindigkeit. Und in dem Moment kann ich natürlich Zeiten aktuell auch messen, und das ist entsprechend auch in der Praxis natürlich relevant, unter Kenntnis der Lichtgeschwindigkeit, indem ich effektiv Strecken messe oder eine bekannte Strecke voraussetze und dann den Zeitdurchlauf des Lichtstrahls zum Beispiel genau vermesse oder dann eben genau wieder zähle mit so einer Lichtuhr, der Lichtstrahl entsprechend reflektiert wird und zwischen geometrisch Bedingungen hin und her wandert. Das ist ja ganz richtig, Herr Schumann, aber da muss ich jetzt Aristoteles ein bisschen in Schutz nehmen. Er wusste natürlich noch nicht, dass es solche Naturkonstanten gibt. Und insbesondere, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Das ist nun wirklich eine Entdeckung, die erst im 18. und 19. Jahrhundert gemacht worden ist und die ja dann theoretisch eigentlich erst in den Anfängen schon in der Elektrodynamik, aber dann eben durch Einsteins spezielle Relativitätstheorie auch gerecht, als eine tiefer liegende Einsicht genommen wurde und damit weiter operiert wurde. Ne? Also, Aristoteles in allen Ehren, dazwischen liegen eben genau die 2000 Jahre. Vielleicht eine Sache, die ich auch nochmal gerne kurz kommentieren wollte, weil wir das gegenüberstellen können mit dem, was Newton Ende des 17. Jahrhunderts gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch eine große Leistung von Newton, den man auch als Philosophen bezeichnen muss an der Stelle ist. Newton, das war eben genau das Gegenstand des ersten newtonschen Axioms und das ist ein Gedankenexperiment, das er da gemacht hat, ist, was ist eigentlich wirklich die grundlegende Bewegungsform? Und da sagt er natürlich, für einen kräftefreien Körper ist es eben Ruhe oder geradlinig gleichförmige Bewegung. Aristoteles, hatten Sie selber erwähnt, hat er eben noch diese Kreisbewegung als die natürlichste Urform der Bewegung bezeichnet. Nach der Sicht von Newton ist es dann natürlich da schon, dass es eine Bewegung, die unter dem Einfluss einer Kraft stattfindet oder entsprechender Trägheitskraft stattfindet. Und das heißt, nach Newton wäre die Urform wahrscheinlich dann doch eher diese geradlinig gleichförmige Bewegung. Und die große philosophische Leistung ist noch, dass die Anerkennung ist, dass wir das, was Newton zur Verfügung stand, nämlich das Bezugssystem Erde, gar nicht so ein Inertialsystem ist. Das heißt, es ist ein großes Gedankenexperiment gewesen, sich vorzustellen, wie Bewegungsabläufe
ohne Gegenwart von diesen externen Kräften sich eigentlich darstellen würden. Also das ist, was man immer wieder anerkennen muss, wie groß die gedankliche Leistung der Leute vor mehreren hundert oder eben 2000 Jahren waren. Wie viel da noch bleibt von den tiefen Einsichten, die formuliert wurden zu der Zeit schon. Ja, ja, dem stimme ich ja ganz zu. Und das wird vielleicht noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, dass für Aristoteles, und das galt ja bis Kopernikus und Galilei, die Kreisbewegung die eigentlich natürliche Bewegung war. Und es war dann eben die große Entdeckung von Galilei und eben dann noch besser von Newton formuliert, dass eben die geradlinig gleichförmige Bewegung diejenige Bewegung ist, die man ja sozusagen, die auftritt, wenn gar keine Kräfte wirken. Was aber natürlich streng genommen nirgendwo der Fall ist. Insofern völlig zu Recht eine rein gedankliche Überlegung. Genau, wir können uns im Prinzip diesen, was wir als Inertialsysteme bezeichnen, das sind eben genau Bezugssysteme, in denen so ein kräftefreier Körper sich gerade nicht gleich schon bewegt, in unserem Laborsystem im Wesentlichen nur approximativ realisieren. Das heißt, wir sind auf der Erde immer ausgesetzt der Erdrotation und da kennen wir die entsprechenden Effekte der Trägheitskräfte, das wären so Scheinkräfte wie die Corioliskraft zum Beispiel, die wir kennen, oder in dem Sinne auch die Schwerkraft, die wir rausnehmen ja an sich aus der Beschreibung, wenn ich jetzt mir ein System im Labor angucken will. Und dann können wir nur approximativ versuchen, in Inertialsysteme zu kommen. Vielleicht kennen einige der Teilnehmer dieser Art von Parabelflügen zum Beispiel, wo man versuchen kann, entsprechend in einem Flugzeug auf so einem Parabelflug den Einfluss der Schwerebeschleunigung gegen zu kompensieren und dann im Prinzip sich in Schwerelosigkeit befindet und dann eben diese Form von physikalischen Gesetzen in einem approximierten Inertialsystem auch untersuchen kann. Und die Kenntnis dieser Trägheitskräfte, die dann in Wirklichkeit in so einem Nicht-Inertialsystem auftreten, führen ja effektiv zu einer Modifikation der Bewegung. Das heißt wiederum, aus der Beobachtung kann ich Rückschlüsse darüber ziehen, welche Formen von Trägheitskräften, welche Formen von Nicht-Inertialsystemsbedingungen eigentlich gelten. Also dieses Verständnis wieder von Newton hilft uns, Bewegungsgesetze zu studieren und entsprechend auch Rückschlüsse zu ziehen, in was für ein System bewegen wir uns. Rotierende Erde, unter dem Einfluss der Schwerkraft. Wir jetzt schon bei Schwerelosigkeit sind und auch schon Augustinus und Aristoteles besprochen haben, vor 2000 Jahren können wir noch ein bisschen mehr zurückgehen vielleicht und uns fragen, wann hat denn überhaupt denn die Zeit begonnen? Also ich denke auch gerade da an den Big Bang. Würden denn Sie als Teilchenphysiker sagen, Herr Schumann, hat die Zeit begonnen bei dem Big Bang oder wo liegt denn der Startpunkt der Zeit? Schwierige Frage. Also ich glaube, für uns, die wir uns jetzt nur in unserem Universum befinden, kann man schon den Anfangspunkt unserer Zeit, über die wir sprechen wollen und können, als den Urknall bezeichnen. Und das entsprechend der Beginn des Universums, der Beginn der Raumzeit, das Universum nach unserem kosmologischen Standardmodell breitet sich oder beschleunigt, expandiert seitdem. Und entwickelt sich und wir verstehen und können diese entsprechende Evolution des Universums beschreiben und in dem Sinne auch Rückschlüsse ziehen auf die Zeit des Ursprungs oder den aktuellen Zeitpunkt in dieser kosmischen Evolution und kommen dann eben drauf, dass unsere Zeit, wenn Sie so wollen, das Alter des Universums circa 14 Milliarden Jahre entsprechen. Das heißt, das wäre der Jetzt-Zeitpunkt, ja, dass an dem Moment auf unserer kosmischen Uhr befinden wir uns gerade. Und ich glaube, es fällt definitiv mir, aber ich glaube generell Physikern schwer, überhaupt über eine Zeit vorher nachzudenken oder auch genau wie in einem Raum außerhalb unseres Universums. Also ich glaube, da fehlen uns effektiv die Begrifflichkeit oder die Begriffe über Zeit oder Raum außerhalb unseres Universums zu sprechen. Ja, da möchte ich gerade nochmal einhaken. Genau, für Augustinus wäre eine Frage, was war denn sozusagen, bevor die Zeit war, eine ganz unsinnige, irgendwie sogar sinnlose Frage genau genommen. Und das hängt doch damit zusammen, dass mit einem Aspekt, den man auch schon bei Aristoteles sehen kann,
wirklich real sind halt die Körper und die Bewegung. Heute würden wir das natürlich ausdehnen auf die kleinsten Teilchen und sonst was und auch auf die astronomischen Körper und so weiter. Aber die Zeit, das ist doch ein ja, mentales, in gewisser Weise mentales, ja, wie soll ich sagen, Instrument, mit deren Hilfe wir dann die Bewegungen eben beschreiben können und auch Gesetze über die Bewegung aufstellen können und so weiter. Aber man darf nicht, glaube ich, den Fehler machen, dass Zeit irgendwie identisch mit Bewegung sei oder umgekehrt Bewegung identisch mit Zeit sei. Also war schon eine wichtige Warnung, die Aristoteles ausgesprochen hatte. Denn sonst begibt man sich leicht in ein begriffliches Kuddelmuddel. Man sollte das schon schön sauber auseinanderhalten. Bewegung ist Bewegung von Körpern, von Elementarteilchen und so weiter. Das ist sicher immer etwas Reales. Aber wie gesagt, zu deren Beschreibung benötigen wir auch die Zeit. Aber die Zeit ist deswegen noch kein sozusagen reales Element. Genau, glaube ich, das ist auch die Komplexität so einer Diskussion wie hier, da wir diese eigentlich uns erstmal anschaulich aus der Alltagswelt, irgendwie haben wir alle ein Gefühl für Zeit, aber es ist eben ist was ganz Besonderes, ja? Es ist eben nichts Stoffliches, wir können es nicht sehr, sehr gut fassen, wir können es nicht trennen, und das ist, glaube ich, auch, was wir aus dieser Betrachtung von Augustinus auch ins Band mit rausnehmen, wir können es eben nicht trennen von unserer Wahrnehmung, wir können es nicht trennen von so einer subjektiven Zeitempfindung. Es sind wir, die mit unserer Wahrnehmung Zeit einen Sinn geben oder darüber nachdenken müssen. Ne? Und das macht das besonders Interessantes Gegenstand des Nachdenkens für Philosophie und auch für die Physik insbesondere. Wir haben ja auch die Teilnehmenden befragt und gefragt, was ist denn Zeit für die Teilnehmenden? Und dann kam ein Begriff auf, die Zeit ist endlich. Herr Meyer, würden Sie da mitgehen und sagen, dass Aristoteles oder Augustinus auch da der Meinung wäre, dass die Zeit endlich ist? Nein, das würden Sie wohl gerade ablehnen, dass die Zeit endlich ist. Zwar könnte, was sein könnte, dass Bewegung aufhört und Veränderung aufhört. Das ist begrifflich zulässig. Aber die Zeit als sozusagen, ich sage jetzt mal als Idee, das ist ein schlechter Ausdruck, aber als ein Konzept oder Idee, die ist nicht irgendwie begrenzt. Denn endlich hieße ja immer, es gibt eine Begrenzung. Und so wie wir immer weiter zählen können, es gibt keine Obergrenze für die Zahlen, so gibt es auch keine Grenze für die Zeit. Man kann die Zeit, man kann Schnitte in der Zeit legen, das ist schon richtig. Und dann beginnt eine neue Zeit und eine alte Zeit endet und so weiter. Aber die Zeit ist deswegen selbst nicht endlich und begrenzt. Ja, also würde ich sofort mitgehen. Ich glaube vielleicht, um nochmal die moderne Physik mit einzustreuen, Zeit ist für uns von vornherein im Prinzip so eine Art kontinuierlicher Parameter. Ja? Wir sind konzeptionell in der Lage, beliebig auch kleine Zeiteinheiten formal zu messen und beliebige Zeitangaben machen zu können. Insbesondere die theoretische Physik hat aber zumindest Mutmaßungen, dass bei extremst kleinen Zeiteinheiten, wir reden jetzt von der sogenannten Planck-Zeit, das heißt Sekundenbruchteile effektiv nach dem Urknall. Wir reden von Zeiten, die von der Größe von 10 hoch minus 43 Sekunden sind. Dass dort unter Umständen unser Konzept von der kontinuierlichen Zeit zusammenbrechen könnte. Analog auch übrigens für den Raum. Dass auch da, wo wir in der Lage sind, prinzipiell, konzeptionell, auch beliebig kleine
räumliche Angaben machen zu können, dass auch dieses Konzept unter Umständen zusammenbrechen könnte. Dass man dort mutmaßt, dass es zu einer Art Quantisierung von Raum und Zeit kommt und dass wir dann nicht mehr über den kontinuierlichen Parameter machen. Aber das ist, um ehrlich zu sein, was sehr weit weg ist von direkter Beobachtbarkeit heutzutage. So, das ist momentan wahrscheinlich eher im Bereich der theoretischen Physik und der Möglichkeiten ist. Man muss dazu bringen, dass wir in der modernen Physik dynamische Prozesse, wir haben jetzt hier sehr viel über Bewegung von Körpern gesprochen. Das heißt, wir haben über Newton gesprochen und haben wahrscheinlich makroskopische Körper vor Augen und versuchen, deren Bewegung zu betrachten. Dieses Konzept von Zeit und dieses Studieren der Bewegung trägt sich aber genauso fort in die Mikrowelt. Ja, wir benutzen diesen Zeitbegriff und zur Beschreibung von Dynamiken auch auf Bruchteilen von Sekunden, ja, von ultraschnellen Dynamiken in Festkörpern, Reorganisationen von Elektronen, von Leitungselektronen in einem Festkörper. Wir haben ganz viele physikalische Prozesse. Quatt hat vielleicht erwähnt, aus dem Kontext der Teilchenphysik, wir betrachten Prozesse, die in Bruchteilen 10 hoch minus 25 Sekunden stattfinden. Und da tragen sich trotzdem dieselben Konzepte von Zeit noch fort. Also wir haben so eine im Rahmen der Physik eine Zeitspanne eben von kosmologischen Zeitskalen, 14 Milliarden Jahre, die wir experimentell beobachten, bis runter zu Femtosekunden und kleineren Zeiteinheiten, die in der modernen Physik eine Rolle spielen. Bis dahin ist bei allen experimentellen Überprüfungen, bei allen Befunden, die wir machen können, trägt dieses Konzept. Und das kann Hinweis darauf, dass wir da von Abstriche machen müssen. Bis ja, auf. Die eine Quantisierung der Zeit stellt tatsächlich eine, wäre eine Riesenveränderung. Also das würde tatsächlich das traditionelle, intuitive Konzept der Zeit ganz in Frage stellen. Aber ich darf vielleicht doch ganz kurz anmerken, quantisiert ist zunächst mal nur die Wirkung. Das Wirkungsquantum ist das eigentliche Quantum. Wie weit die Zeit da echt von betroffen ist, das ist eine ganz schwierige Frage und die ist, glaube ich, auch nicht wirklich beantwortet. Ich weiß, Herr Grauert hier in Göttingen, der Mathematiker, der hat sich in dieser Richtung auch versucht, Konzepte zu entwickeln, aber die haben bis jetzt keinen wirklichen Durchschlag gehabt. Also von daher würde ich da sagen, wir müssen geduldig sein. Wir müssen ganz geduldig sein und sehen, trägt das, also das Zeitkonzept, wie wir es dann in der allgemeinen Relativitätstheorie verwenden, auch trägt das weiter. Die klassische Quantenmechanik benutzt ja das ganz klassische Zeitkonzept. Da genau. Wird ja zunächst, das muss man vielleicht jedem klar machen, da passiert in der Hinsicht gar nichts. Nee, genau. Also, dass da auch gar keine Missverständnisse aufkommen im Rahmen der Quantenmechanik, wird durchaus der Phasenraum quantifiziert, aber nicht Ort oder Zeit selbst. Ne? Genau. Und während man, das führt vielleicht jetzt für die Schüler etwas schnell sehr weit, aber während man durchaus für den Ort einen sogenannten Operator einführt, ist in der Quantenmechanik die Zeit ein ganz normaler Parameter. Da kriegt man nicht mal eine Operatorbeschreibung, geschweige denn, dass er quantisiert werden kann. Ja, also in dem Sinn trägt sich das direkt in die Mikrowelt, in die Quantenwelt über. Und auch im Rahmen der normalen Quantenfeldtheorie, also diese Art von Theorien, die wir benutzen, um zum Beispiel Teilchenphysik zu beschreiben. Auch da ist die Zeit in keinster Art und Weise quantisiert. Dort versucht man dann diese Konzepte der, insbesondere der speziellen Relativitätstheorie mit reinzubringen. Das ist was, wo, haben Sie vielleicht gemerkt, ich mich so ein bisschen drum gedrückt habe. Wir sind in diesem Newton'schen Begriff geblieben, Zeitbegriff von der absoluten und universellen Zeit. Und wir hatten diese Relativität des Raumes gesehen, also dass bewegte Beobachter unterschiedliche Aussagen treffen, wo in ihrem Bezugssystem ein Ereignis stattfindet, aber nach Newton zur gleichen Zeit. Im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie wird das natürlich verallgemeinert. Da wird dann auch die Zeit zu einem relativen Begriff, das heißt,
Beobachter würden auch unterschiedliche Aussagen über die Gleichzeitigkeit von Ereignissen treffen, in einem sehr ähnlichen Sinne, wie wir das räumlich machen, schon bei Newton. Das würde man in der Quantenfeldtheorie mit berücksichtigen wollen, aber keine Quantisierung. Das heißt, alle unsere etablierten modernen Theorien gehen von so einem kontinuierlichen Zeitparameter aus. Wir haben jetzt relativ lang schon diskutiert, dass, wie man die Zeit messen kann, was denn Zeit für uns ist. Und jetzt würde ich noch gerne eine andere interessante Frage stellen, und zwar, ob man die Zeit anhalten kann. Was denken Sie denn, Herr Meyer? Ja, da will ich mich mal so ein bisschen ein bisschen zurückhalten. Die Zeit anhalten in einem gewissen Sinne, den müsste man dann eben aber auch präzisieren, könnte man schon. Also zum Beispiel, wenn ich schlafe und gar keine Veränderung mehr spüren würde, erleben würde, weil ich eben sozusagen in einer Art Bewusstlosigkeit bin, dann würde aus subjektiver Sicht die Zeit wahrscheinlich schon anhalten können. Und man kennt das ja auch bei Leuten, die betäubt wurden, dass die dann Schwierigkeiten haben, sich wieder auch in der Zeit irgendwie überhaupt zurechtzufinden. Die orientieren sich dann an äußeren Hilfen. Also in einem psychologischen Sinne glaube ich schon, dass man die Zeit anhalten könnte, aber der Physiker muss das eigentlich ganz, oder der Naturwissenschaftler muss das eigentlich ganz ablehnen, weil eben, wenn die Zeit doch etwas Konzeptionelles ist und sie ist mal nun als stetig und kontinuierlich und konzipiert, dann gibt es kein wirkliches Anhalten. Aber wie gesagt, in subjektiver psychologischer Hinsicht könnte ich mir das schon gut vorstellen. Ja, würde ich sofort beipflichten und hier ganz streng unterscheiden zwischen diesem subjektiven Zeitempfinden oder unter Umständen sogar von einzelnen Teilsystemen, in denen man sich vorstellen kann, dass man unter Umständen zum Beispiel physikalische Prozesse, die wir nutzen, um Zeit zu messen, unter Umständen zu verändern. Gleichzeitig ist es natürlich konzeptionell abzulehnen, insgesamt darüber nachzudenken, die Zeit anzuhalten, weil diese Aussage sozusagen würde ja bedingen, dass Sie jemanden haben, einen Beobachter, der für Sie die Aussage trifft, jetzt steht die Zeit. Und das würde natürlich bedeuten, dass es dann doch wieder jemanden gibt, der von außen auf dieses System drauf gucken kann und jetzt sagen kann, okay, die Zeit steht. Aber seine Zeit läuft ja offensichtlich weiter, weil er ja die Aussage treffen kann, dass sich was verändert hat zuvor. Und von der Warte aus, glaube ich, bin ich bei Herrn Meyer, man kann in einzelnen Systemen mit Sicherheit darüber nachdenken. Aber komplett, Sie wollen diese universelle Zeit anzuhalten, das ist, glaube ich, ein Konzept, was wir so nicht vorgesehen haben. Vielleicht also damit ich kann vielleicht noch eine Sache ergänzen. Ja, Bewegung, die kann man natürlich anhalten. Ja. Und dann hat man einen realen Eingriff gemacht in das Geschehen sozusagen. Aber das ist ja nicht gemeint, wenn man sagt, man will die Zeit anhalten. Das ist ja nochmal dann anders gemeint. Insofern darf man das nicht durcheinander bringen. Ich glaube, vielleicht damit verbunden Feststellung ist, wir haben über Newton gesprochen und wir haben über entsprechende Bewegungsgesetze gesprochen und Kraftgesetze gesprochen. Und diese physikalischen Gesetze, auch die wir in der Teilchenphysik, die wir als fundamentale Wechselwirkungsgesetze etabliert haben, die sind zum Beispiel oftmals invariant unter Zeitumkehr. Das heißt, für uns als Physiker ist es plausibel, dass im Prinzip Prozesse auch einfach mit der umgekehrten Zeitrichtung ablaufen. Und dass unsere Naturgesetze
die allermeisten im Prinzip auch eine Invarianz, das heißt dieselbe Form bekommen und Bewegungsabläufe auch rückwärts sich stattfinden, rückwärts stattfinden können und das verträglich ist mit den physikalischen Gesetzen. Selbst wenn wir das aber in unseren physikalischen Naturgesetzen im Wesentlichen überall die Möglichkeit besteht, scheint ja die uns umgebende Zeit durchaus, also augenscheinlich, eine entsprechende Richtung zu bevorzugen. Also man spricht oftmals von diesem Konzept des Zeitpfeils, sodass es eben durchaus eben genau das, was auch eben Augustinus und Aristoteles was sagen, einen Übergang geben von dem, was wir Vergangenheit nennen, wo wir Erinnerung zu haben, über das Jetzt in die Zukunft. Das heißt, selbst wenn wir physikalische Gesetze haben, die Zeitumkehr invariant sind, scheint die reale Welt durchaus eine entsprechende Zeitpfeil, eine Richtung zu favorisieren. Ja, dem würde ich auch aus philosophischer Sicht zustimmen. Also wir haben eben ganz ursprünglich mit unserem Zeitverständnis verknüpft, ist eben der Unterschied von Vergangenheit und Zukunft. Also dass da eine Asymmetrie vorliegt, das bezweifelt nicht mal der ärgste Philosoph, will ich mal sagen. Das wird allgemein akzeptiert. Das darf man aber natürlich überhaupt nicht verwechseln mit der Frage, gibt es echte physikalische, in der Physik eine Zeitrichtung? Und die ganze klassische Physik, aber auch noch die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie sind in Hinsicht der Zeit symmetrisch, das heißt, wie Herr Schumann richtig sagte, wir können uns immer vorstellen, dass die ganzen Prozesse auch zurücklaufen können. Mit scheinbar einer Ausnahme, nämlich eben die statistischen Gesetze der Wärmelehre. Da steckt wirklich die Schwierigkeit im Detail. Im Prinzip sind nämlich auch diese statistischen Gesetze an für sich symmetrisch. Und Boltzmann war zum Beispiel der Meinung, er könnte die sogenannte Boltzmann-Gleichung, also diese Gleichung, die besagt letztendlich, dass die Entropie mit der Zeit zunimmt und dadurch bekäme die Zeit ja dann eine Richtung, meinte er, aus der klassischen Physik ableiten zu können. Na, ich glaube, es war Hilbert, der sich sehr unbeliebt machte damit, dass er sagte, dieser Boltzmannsche Beweis steht auf tönernen Füßen. It's a no-go. Er hatte ihm das dann auch im Einzelnen nachgewiesen. Das hatte unter den Physikern einiges Aufsehen damals erregt und einigen Ärger erzeugt. Aber ich denke, das war schlicht und einfach, hatte Hilbert da recht. Und um eine Boltzmann-Gleichung kann man nicht aus der klassischen Physik ableiten. Die muss man einfach aufstellen und sagen, so ist die Natur verfasst, wenn wir uns Wärmeprozesse anschauen und so weiter. Genau, also worauf Herr Meyers hier Bezug nimmt, ist im Prinzip die Aussage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Ne? Also dass es im Prinzip die Aussage trifft, dass die Zukunft wäre die Richtung, in die die Entropie so eines Systems zunimmt. Ne? Und das spielt eine Rolle zum Beispiel bei so Mischungsvorgängen. Ja? Das kann man sich, glaube ich, auch ganz anschaulich darstellen oder vorstellen, dass eben das immer diese bevorzugte Richtung gibt zu einer maximalen Durchmischung eben zum Beispiel von verschiedenen zwei Gassorten oder was man da immer an thermodynamischen Beispielen betrachten kann und dass es eben nicht zu einer ad hoc Entmischung zum Beispiel kommt, dass es wieder ein Zustand hergestellt wird, in dem große Ordnung in dem System bestellt. Vielleicht als Teilchenphysiker mir nachher erlauben, noch ein zweites Beispiel mit dazu zu bringen, wo wir diese Form von Nicht-Zeitumkehr-Invarianz auch jetzt experimentell verifiziert ist, und das ist so eine CP-Verletzung. Das ist die Verletzung der Ladungs- und Paritätstransformation. Mhm. Das beobachtet man im Prinzip in teilchenphysikalischen Prozessen und ist auch in dem Sinne verifiziert. Und das ist im Prinzip mutmaßlich einer der
Ursachen darum, warum wir überhaupt in unserem schönen materiedominierten Universum leben. Na, weil wir stellen uns durchaus vor, dass ursprünglich unser Universum sehr symmetrisch war zwischen Materie und Antimaterie. Und Sie wissen vielleicht auch schon, dass es entsprechend dann zu so einer Annihilation von Materie und Antimaterie käme und wir einfach mal weggestrahlt würden, wenn das aufeinander trifft. Und diese CP-verletzenden Prozesse, die auch mit einer Verletzung der Zeitumkehrinvarianz einhergehen, die haben effektiv im Laufe der Evolution des Universums dazu geführt, dass unsere Antimaterie verschwunden ist und wir als ein materiedominiertes Universum so leben können, wie wir leben und damit auch das Leben so möglich war in dieser Form, wie wir es jetzt beobachten. Das heißt, diese Prozesse gibt es durchaus auch auf teilchenphysikalischem Niveau. Und da geht aber zum Beispiel eben diese Zeit, Nicht-Umkehrbarkeit der Zeit genau einher mit dieser Ladungs- und Paritätstransformation, sodass es dann am Ende des Tages doch wieder eine gute Symmetrie gibt. Das heißt, so eine CPT-Symmetrie, wo man also gleichzeitig die Zeitumkehr, die Ladung und auch die Parität umdreht. Und das sind die zusammengehörenden Symmetrien, die man insgesamt betrachten muss. Und darunter ist wiederum unsere Welt scheinbar invariant und symmetrisch. Das heißt, diese Konzepte werden in der fundamentalen Physik, in der Teilchenphysik insbesondere, dann auch nochmal verallgemeinert und in den Kontext gesetzt. Das heißt, ich glaube, abschließend kann man das sagen, es ist genau auch, wie Herr Mayer sagt, es gibt einen großen Diskurs noch um diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Kann ich denn den, das ist momentan eine Art Axiom, ähnlich wie Newton im Prinzip ein Axiome aufgestellt hat, ein Postulat, und es ist meines Kenntnisses nach zumindest auch noch nicht gelungen, das aus ersten Prinzipien abzuleiten. Also direkt zum Beispiel aus der Kenntnis der Quantenmechanik und der Grundgesetze da, zu beweisen, dass es so sein muss. Das ist ein Erfahrungssatz, ein Postulat, das scheinbar Physik diesen Bedingungen unterliegt. Das ist doch auch ein sehr schöner Abschluss für unsere Podiumsdiskussion, wie ich finde. Ich möchte gerne noch ein abschließendes Zitat von Michael Ende anbringen. Und zwar ist er der Autor von Momo. Da geht es auch um Zeit, Momo und die alten grauen Herren, die Zeit den Menschen stehen. Und zwar meinte Michael Ende, wer keine Vergangenheit mehr hat, der hat auch keine Zukunft. Genau, damit möchte ich mich gern verabschieden und mich auch ganz herzlich bei den Diskutierenden und Gästen bedanken, Herr Schumann und Herr Mayer, und wünsche noch den Teilnehmenden eine sehr schöne Schülertagung heute in Göttingen.